Nina Schulz, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, hier beim 4. Gesundheitsgipfel an der Zugspitze und zwar mit dem Projekt Gut drauf. Vielleicht können Sie kurz mal erzählen, was dieses Projekt beinhaltet. Ja, also die Jugendaktion Gut drauf, so nennen wir das, heißt eigentlich Gut drauf, bewegen, entspannen, essen, aber wie? Und damit merkt man schon die drei Hauptthemen, um die es geht. Es geht also um Bewegung, um Ernährung und es geht vor allem dann auch um psychische Gesundheit, sagen wir inzwischen. Also Entspannung, Stressregulation, alles das, was hier bei Ihnen auch ein sehr großes Thema ist. Mhm. Und wie wird es in die Betriebe? Wie kommt es in die Betriebe? Wir haben einen Zertifizierungsprozess für die Betriebe, den wir schon in anderen Einrichtungen, Schulen und Jugendzentren ausprobiert haben, der vorsieht einen Qualitätsentwicklungsprozess der Betriebe mit einem abschließenden Audit und einer Zertifizierung. Und in diesem Qualitätsentwicklungsprozess ist beinhaltet eine Qualifizierung, also eine Schulung der ausgewählten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann eben in der Lage sind, einmal innerhalb des Betriebes Maßnahmen für die Jugendlichen umzusetzen, aber auch strukturelle Veränderungen in Gang zu setzen, die in dem Audit dann abgefragt werden. Ah ja, das ist ja ganz wichtig, die Strukturen auch wirklich denn dafür zu haben, dass es nicht nur eine Einmalaktion ist. Richtig, also wir gehen davon aus, es braucht immer eine Verhaltens- und eine Verhältnisveränderung und dass die Verhaltensänderung auch nur dann gut gelingen kann, wenn die Verhältnisse dafür da sind. Also heutzutage ist es eher so, dass es leichter fällt, sich ungesund zu ernähren oder ungesund zu leben. Und wir wollen eben Verhältnisse schaffen, dass es den Auszubildenden, aber natürlich dann letztendlich auch allen anderen Beschäftigten leicht fällt, gesund zu leben. Ja. Haben die Betriebe eine Möglichkeit, sich an Sie zu wenden, wenn die Interesse haben an dieser Aktion? Ja, also wir haben, es gibt eine Internetseite www.gutdrauf.net und über diese Internetseite kann man mit uns Kontakt aufnehmen und wir melden uns dann bei den Betrieben. Wir haben regionale Ansprechpartner in den meisten Bundesländern, die dann sich bei den Betrieben melden und eben gucken, wie die Betriebe dann jeweils in den Prozess einsteigen können. Ja, vielen Dank. Unsere Kolleginnen und Kollegen hier nehmen das ja auch sehr rege auf. Ja. Ja, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie da sind. Ja.